Hallo beim Grenzgänger-Talk, der Interviewsendung, die abgefahrene Leute vor die Kamera holt. Leute, die was ganz Besonderes können oder gemacht haben und im Grenzgangprogramm davon live berichten. Ich bin Hardy Fiebig, mein Gast heute bei der ersten Folge ist ein Fotograf, der in den Großstädten Deutschlands Wildtieren auf die Pelle rückt. Ich habe mich heute hier am Rhein mit einem ganz besonderen Grenzgänger verabredet, der leider noch nicht da ist. Sven! Sven! Mann, Hardy! Entspann dich mal, du verstreibst meine ganzen Tiere. Es gibt aber auch echt ein paar besondere Arten in der Stadt. Jetzt reicht es, hallo. Darf ich euch vorstellen, das ist Sven, ey. Also wenn ihr mal so einen Joggerschreck seht, dann müsst ihr euch nicht grämen, der ist ganz harmlos, der will nur spielen. Sven ist nämlich dann wahrscheinlich auf Großstadt-Safari unterwegs und sucht nach irgendwelchen abgefahrenen Tieren hier in Köln. Richtig? Richtig. Mensch Sven, ey, das ist aber jetzt nicht gerade irgendwie hier Hugo Boss oder so, ne? Braucht man das wirklich für das, was du tust? Ja, für das, was ich mache, braucht man das auf jeden Fall, klar. Ich kann ja, muss mich ja irgendwie vor den Tieren verstecken. Also in erster Linie dient der Tarnanzug übrigens dazu, um mich vor den Menschen zu verstecken. Ja? Weil wenn die mich nämlich sehen mit der Kamera, dann kommen die angelaufen und fragen, was ich mache und vertreiben mir die Tiere. Und in zweiter Linie erst muss ich mich vor den Tieren verstecken, weil die haben sich eigentlich in der Stadt so gut an den Menschen gewöhnt, dass man sich kaum noch verstecken muss. Für manche schon, Hirsche beispielsweise oder Dachse, aber für Füchse oder Wildschweine braucht man sich schon lange nicht mehr verstecken. Füchse, Wildschweine, wie weit kommen die denn in die Stadt? Ich meine, hier am Rhein wirst du keine Füchse und Wildschweine sehen, oder? Ich würde mit dir wetten, wenn wir hier sitzen die ganze Nacht, dann haben wir ganz, ganz gute Chancen, Füchse zu sehen, denn vielleicht so 30 Meter hinter uns da in dem Brombeergebüsch ist auf jeden Fall mindestens ein Fuchsbaum. Also um so ein richtig schönes Fuchsbild zu machen, wie gehst du da vor? Also fangen wir mal an, um wie viel Uhr startest du und wann hoffst du dann irgendwas im Kasten zu haben? Also in der Regel starte ich mittags, ja. Ich hänge mittags die Kamera auf, aber schon im Winter meistens, um zu schauen, was ist auf der Kamera. Freue mich dann immer tierisch, wenn ich die Wildkamerafotos wieder bekomme nach ein, zwei Wochen. In der Regel sind da Katzen drauf, Jogger drauf, ja, vielleicht der ein oder andere Hund mit Besitzer. Und irgendwann klappt es dann vielleicht und der Fuchs ist tatsächlich auf der Kamera und dann fange ich an, ja, mir zu überlegen, wie kann ich ihn fotografieren, wie komme ich an den Fuchs dran und dann entweder den Tarnanzug, wenn nicht genug Platz ist, oder ich baue mir ein Tarnversteck und dann warte ich auf den Fuchs. Dann das klingt echt wie Cowboy und Indianer. So ich will auch. Und dann hast du in einem Tag alle Bilder im Kasten. Ja, na klar. Dann gehe ich einmal hin, mache 24 Fotos, wie früher auf den Film und dann ist alles vorbei. Nein, ich habe also vielleicht mal als Verhältnis... Ich habe da meine Zweifel. Ich habe meine Zweifel. Vielleicht mal ein kleines Verhältnis. Dieses Jahr habe ich den Fuchs fotografiert und wollte ein Plakatfoto auch machen für meinen Vortrag. Und habe insgesamt vom 15. Juni bis zum 31. Juli jeden Abend, wirklich jeden Abend am Fuchsbau gesessen. So 17:30 Uhr, wenn Abendessenzeit ist, bei uns zu Hause. Meine Kinder, die eigentlich total gerne mit mir in die Natur gehen, waren total genervt vom Fuchs. Hab mich hingesetzt. Hab gewartet. Ich bin von Tag zu Tag ein kleines Stückchen näher ran. Der Fuchs hat sich irgendwann auch an meine Anwesenheit gewöhnt, hat mich gerochen, hat gemerkt, dass keine Bedrohung von mir ausgeht. Und dann habe ich über 240 Stunden am Fuchsbau gesessen in dieser Zeit, habe über 11.000 Fotos gemacht, damit ja so ungefähr 20 brauchbare Bilder rausgekommen sind. Krass. 20. Wie lange bist du an dem Projekt schon dran? Vielleicht kannst du das sagen. Wie viele Jahre hast du da jetzt schon investiert in diesen Vortrag, um die spektakulären Bilder zu liefern, die wir sehen werden? Na, ich war ungefähr... Ihr seid hoffentlich dabei. Ich war ungefähr viereinhalb Jahre unterwegs. Und tatsächlich muss man sagen, der Fuchs ist natürlich unglaublich aufwendig. Es gibt Tiere, da geht das viel, viel einfacher. Fahrt mal nach Berlin zum Beispiel. Ja? Da fressen einem die Wildschweine aus der Hand. Da braucht man keine großen Aufnahmen machen, kein großes Trara machen. Da kann man den Tieren ganz, ganz nahe kommen. Und dann klappt sogar mit dem Weitwinkel, Wildschweine zu fotografieren, was in der freien Natur nahezu unmöglich ist. Und gibt es auch irgendwelche Exoten hier? Ja, es gibt einige Exoten oder Neozonen, wenn man so will, invasive Arten, eingewanderte Arten. Zum Beispiel der Waschbär, der ja eigentlich aus Nordamerika kommt. Oder Nilgänse, wie der Name schon sagt, aus Afrika. Oder Papageien, hier kennt jeder die Halsbandsittiche. In Stuttgart gibt es sogar noch viel spektakulärere Papageien, die Gelbkopf-Amazonen, wunderschöne, richtige Papageienvögel. Es gibt Dutzende Arten. Mittlerweile Krebse, chinesische Wollhandkrabben hier im Rhein. Und die sehen wir auch in deinem Vortrag? Wir sehen ganz, ganz viele verschiedene, auch viele verschiedene Neozonen, ja. Die chinesische Wollhandkrabbe sehen wir nicht, die ist meistens in dieser
suppigen Brühe da unten drin und kommt. Da will man nicht freiwillig rein, ne? Auch du nicht. Mit all deinem Biss. Auch und, das nicht. Aber ich meine, okay, da ist ja schon rausgekommen, Svenno hat ein dickes Sitzfleisch und braucht Stunden, bis er seine Bilder hat. Wie vertreibst du dir deine Zeit dabei? Also ich meine, du darfst ja auch nicht groß was machen, du darfst nicht singen, du darfst nicht rauchen, ne? Weil die Tiere dann ja alle sagen, ey, nee, da sitzt einer und der will uns abschießen, mit der Kamera zumindest. Oder du darfst ehrlicherweise nichts machen, ja? Also es ist immer ganz schön, wenn Winter ist, dann schwitzt man nämlich nicht so da hier drin in dem Ding. Das Ding besteht so ungefähr 100% aus Plastik, es ist affenwarm da drin. So, du kannst wirklich nur rumsitzen, ja? Du kannst nur rumsitzen und warten. Und naja, letzten Endes machen ja viele Leute bei vielen Sportarten oder Entspannungstechniken nichts anderes, ja? Und für mich ist tatsächlich, muss man sagen, das Fotografieren und das Warten auf die Tiere auch so ein Stück mein Yoga. Also Meditation im Prinzip. Der Film geht innen ab, nicht aus. Wenn man so will, ja. Meistens ist das Problem, man verschläft dann, wenn die Tiere kommen, wenn man dann nicht aufgepasst hat oder irgendwo viel zu tief in sich selber drin gewesen ist. Aber tatsächlich, das Schöne ist, einfach draußen zu sein, in der Natur zu sein, zu schauen, was alles passiert. Und ich weiß nicht, wer es genau gesagt hat, aber irgendein weiser Mensch hat mal gesagt, wenn es ganz still ist, dann passiert am meisten. Exoten in Köln, okay, wenn wir dich jetzt mal rauslassen, Sven, ne? Ja. Kannst du uns jetzt auf die Schnelle irgendwo hinführen, so einer deiner Geheimtipps in Köln, wo man wirklich was ganz Besonderes sehen kann? Am liebsten natürlich Exoten. Exoten ist kein Problem, entweder wir warten noch ein paar Minuten hier, dann kommen die Exoten direkt über unsere Köpfe geflogen, oder wir gehen einmal rüber auf die andere Rheinseite, direkt da hinten ans alte Hafenamt. Da drüben. Da, wo die Kranhäuser stehen. Genau da, wo dieser ganze Beton, das ganze Glas und diese ganzen Steine sind. Denn da verbringen ja, gleich 1000 Exoten die Nacht. Nachtleben der Exoten in Köln, das lassen wir uns nicht entgehen. Da gehen wir jetzt hin. Sven, jetzt sag mal, was suchen wir denn überhaupt? Wir gucken uns die Schlafbäume der Halsbandsittiche an. Das sind die grünen Papageien, die ja in so vielen Städten entlang des Rheins zu finden sind. Und die wohnen hier direkt an der Straße, oder was? Ja, die wohnen nicht hier, aber die verbringen die Nacht hier im Schutz der Gemeinschaft quasi, alle zusammen. Und wo? Direkt über uns. Die sind aber echt gut getarnt, ne? Also ich sehe überhaupt keinen. Ich sehe auch keinen, Hadi, keinen einzigen. Normalerweise würde man auch... Was sollen wir davon halten? 3 Jahre lang haben die Halsbandsittiche hier einen Schlafplatz gehabt. Hm. Aber so ist es in der Naturfotografie. Also, manchmal. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, der Sven ist uns so, zumindest ein Top-Halsbandsittich-Foto schuldig, damit wir ihm das glauben können. Ich glaube, das kriegen wir hin. Und du kannst trotzdem nochmal gucken, ob wir nicht noch einen Schlafplatz finden, einen anderen, oder haben die nur einen einzigen? Irgendwo müssen sie sein. Vorher waren sie in Leverkusen, jetzt waren sie hier die letzten 3 Jahre. Irgendwo müssen sie sein und schlafen. Das ungelöste Rätsel der Halsbandsittiche. Wir bleiben dran. Danke fürs Zuschauen. Irgendwie noch ein bisschen eingängiger. Mhm. Und an der Stelle, wo... Hahaha, wer dran ist. Ja, Sven. Hey, Alter. Ja, rat mal, wo wir gerade dran sitzen. Wir sind mit dem Rohschnitt fast fertig. Echt? Wo? Okay, ja, von uns ist am besten gleich. Cool. Ja, ich würde sagen, in einer halben Stunde, oder? Super, okay. Bis dann, tschö. Cool, Sven, hat die Vögel gefunden? Echt? Ja, ja, ja. Als ob. Er hat jetzt Zeit, wir können eigentlich direkt los und dann können wir heute Abend noch fertig schneiden. Ey, geil, ja, dann hin, oder?
Ich glaube, heute haben wir mehr Glück. Da ist auch der andere Vogel. Woo! Hey Sven! Hey! Habe ich dir zu viel versprochen? Nee, hast du nicht. Na, guck. Krass, ey. Was schätzt du, wie viel sind das? Ah, ich denke bestimmt 500 Stück. Und weiß man, warum die sich alle an einem Baum treffen zum Schlafen? Ja, sie verbringen auf jeden Fall die Nacht im Schutz der Gemeinschaft irgendwie zusammen, um sich auch vor Habichten und sowas zu schützen, damit sie nicht gefressen werden oder nicht der Einzelne. Aber warum gerade hier? Warum ausgerechnet hier, wo wirklich echt viel los ist, wo so viele Menschen sind? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist für die Leute, die hier wohnen, auch echt ganz schön krass, ne? Oder? Der Lärm ist ja irre. Das ist eine Katastrophe. Vor allen Dingen, wenn die Tiere im Sommer um 4 Uhr aufstehen, ja, dann machen die genau den gleichen Lärm morgens wie abends. Da war es mit dem Schlafen, glaube ich, geschehen. Aber super, ich würde mal sagen, das war dann doch ein Erfolg beim zweiten Anlauf. Freue mich sehr. Fall. Wer jetzt mehr erfahren möchte über die Wildnis in den Großstädten Deutschlands, welche Termine? Der kommt am 6.01.2019 um 11 Uhr ins Cinedom in Köln oder um 18 Uhr ins Savoy Theater nach Düsseldorf. Also, Leute, wir sehen uns. Viel Spaß. Macht's gut. Adios. Haya Safari. Schön sind sie, oder? Ah Mann, da kommt er. Wahnsinn. Wahnsinn. Ist das nicht geil? Riechst du die? Ja. Wow.